In diesem Video üben wir gemeinsam den Text des Liedes. Er wird auch unten eingeblendet. Achtet möglichst darauf, deutlich zu sprechen und Töne, die lang ausgehalten werden, auch wirklich lang auszuhalten. Mal verloren, mal gesiegt. Immer wenn das kommt, lange Töne wirklich lang aussingen. Das Lied beginnt ja mit einem Sprechrhythmus. Diese Grundschule nennt sich Grimm, weil hier Märchen möglich sind. Und auch hier bitte schon ganz deutlich akzentuieren und artikulieren. Diese Grundschule nennt sich Grimm, weil hier Märchen möglich sind. Diese Grundschule nennt sich Grimm, weil hier Märchen möglich sind. Meine Schule ist wie ein Märchenbuch. Da wird gezaubert und manchmal auch verflucht. Da wird gekämpft, gerettet, gelernt, gewettet, geprüft, gelobt, geschlafen und getobt, mal verloren, mal gesiegt und jeder Zwerg geliebt. In diesem Buch bin ich ein Blatt, mein Märchen findet zwischen all den anderen Kindern statt. Meine Geschichte fängt erst an, ich schreib sie selbst, doch fürchte nichts, weil ich mich echt verlassen kann auf das, was ich schon kann. In den Märchen braucht's Tricks und gute Feen, doch starke Kinder können selbst für sich einstehen. Da wird gekämpft, gerettet, gelernt, gewettet, geprüft, gelobt, geschlafen und getobt, mal verloren, mal gesiegt und jeder Zwerg geliebt. In diesem Buch bin ich ein Blatt, mein Märchen findet zwischen all den anderen Kindern statt. Meine Geschichte fängt erst an, ich schreib sie selbst, doch fürchte nichts, weil ich mich echt verlassen kann auf das, was ich schon kann. Jetzt ist hier ein kleines Glockenspiel, Zwischenspiel. Und danach kommt gleich nochmal der Refrain. Ja, also in diesem Buch bin ich ein Blatt. Achtung! 1, 2, 3, 4. In diesem Buch bin ich ein Blatt, mein Märchen findet zwischen all den anderen Kindern statt. Meine Geschichte fängt erst an, ich schreib sie selbst, doch fürchte nichts, weil ich mich echt verlassen kann auf das, was ich schon kann. In diesem Buch bin ich ein Blatt, mein Märchen findet zwischen all den anderen Kindern statt. Meine Geschichte fängt erst an, ich schreib sie selbst, doch fürchte nichts, weil ich mich echt verlassen kann auf das, was ich schon kann. Ihr habt gemerkt, am Ende des Liedes kommt der Refrain zweimal. Ansonsten ist der Text sehr übersichtlich gehalten, so wie es gedacht ist bei einem Lied, was möglichst für viele Menschen sehr schnell ins Ohr und in den Kopf gehen muss. Also ein kurzer Text, nur zwei Teile. Und es ist wichtig noch einmal, dass ihr sehr deutlich singt und Töne lange aushaltet, so sie denn lange gesungen werden. Viel Spaß beim Üben und das Lied irgendwann auswendig können.